Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta. Ja, hier schneit es. Also im Game schneit es. Leider schneit es nicht im Echt. Ja, frohe Weihnachten. Und ja, wenn das. Wenn die Folge hochkommt, ist gerade der zweite Feiertag. Der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ihr habt schöne Geschenke bekommen und habt schön mit eurer Familie gefeiert oder alleine, wenn es euch besser gefällt. Sorry für die unregelmäßigen Uploads in letzter Zeit. Die Arbeit vor Weihnachten war ziemlich stressig und nichts hat geklappt und so weiter, wie es halt so ist. Und heute, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26.12., wenn ich es alles schaffe, wird nochmal alles rausgehauen. Also jede Folge bekommt eine, also jede Let's Play Staffel, sage ich mal, bekommt eine Folge. Also Rome, Makedonien, Borderlands und so weiter, Wildlands, genau. Und weil danach fahre ich zu, oder ich fahre jetzt gleich zu meinen Großeltern. Und deswegen versuche ich alles noch rauszuhauen, was rauszuhauen gibt. Und dann ist es erstmal Weihnachten und sind erstmal Ferien und da kann ich leider nichts mehr hochladen. Ich habe es nicht mehr geschafft auf... Bereit zum Kampf! Auf Vorrat zu hochzuladen. Und also ein bisschen Vorrat habe ich geschafft, aber nicht so viel, wie ich eigentlich gebraucht hätte. Und deswegen wird das heute wahrscheinlich dann das letzte Let's Play sein in diesem Jahr, leider. Aber wobei ich weiß nicht ganz genau, was ist der denn jetzt? Das kann ich automatisch machen, ne? Wobei ich weiß nicht, ob Star Wars noch noch läuft zu dieser Zeit. Ich glaube, Star Wars läuft noch. Also Star Wars habe ich komplett fertig gezockt und das da kommt ja jeden Tag eine neue Folge. Und ja, ich denke, das wird noch mal. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall fertig. Ich glaube, bis zum 28. oder so ist das dann fertig gespielt. Gut, Pulpudeva, was wollen wir da reinhauen? Hellenistisch geht da ziemlich runter, obwohl wir schon einen Tempel gemacht haben. Das ist seltsam. Wir machen mal Ausbildung. Ausbildungsplatz, weil ich will nicht die ganze Zeit hier runter, um wieder Leute zu rekrutieren. Deswegen mache ich das jetzt so. Hier, die beiden sind ganz gut für Futter. Man muss halt immer schauen wegen Kultur. Wir sind natürlich hellenistisch. Und Balkan und Keltisch ist auch da. Balkan ist jetzt auf dem Vormarsch. Und das, genau, hier sieht man in der Mitte kulturelle Unterschiede, -6. Also wenn die Kultur eben nicht deine eigene Kultur ist, dann bekommt man da Mali. Aber das ist alles nicht so schlimm. Und das hier kommt nochmal mehr gewonnene Dingsterbumster Erfahrung für meine Dudes und Duduins. Wie war das denn? Wollte ich mit den... Nee, der ist doch blöd, oder? Das ist doch blöd, wenn ich mit dem Frieden schließe. Otrysen. Was geht denn mit den Otrysen ab? Oh, aber die mögen mich.
Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie. Okay. Erstmal werde ich das so lassen. Athena, da komme ich natürlich wieder nicht hin. Autorisen. Uiuiui. Alter. Peltassenwärter. Da muss man einfach nur mit einer Reiterstaffel drüber reiten und fertig ist. Aber das darf man auf keinen Fall unterschätzen, ne? Also wenn man so viele Fernkämpfer hat, dann kann man ein paar Fernkämpfer zum Blocken nehmen und alle anderen schießen dann auf die Angreifer und sind sehr effektiv. Gut, genau, Athen. Ich gehe mal hier runter. Das ist immer noch positiv, das ist gut. Dann werde ich eine Runde noch heilen. Und da gehe ich mal hier hin. Das ist auch noch positiv. Da alles ist so positiv. Das, was geht denn? Was geht? Was geht? Ja, was machen die denn jetzt? Die ruhen sich erstmal aus. Die Otrisen, ne? Mit denen haben wir... Mit denen haben wir ein Handelsabkommen. Ich glaube auch erst letzte oder vorletzte Runde gemacht. Das heißt, wenn wir das jetzt brechen, dann gibt's Ocha. Knossos. Ja, Knossos könnte ich eigentlich übernehmen. Dann hab ich Hellas. Dann gehe ich nach Knossos und Pontos. Gut, ein Händler aus fernen Tüten versucht Weihrauch und Gewürze mit eurem Volk zu handeln. Monopolisieren, die exotischen und duftenden Gewürze sind bereits beliebt. Eine Monopolisierung des Handels wird sich als profitabel erweisen, den Göttern geben, im Handeln, ihn handeln lassen, nichts unternehmen. Gefällt und besänftigt die Götter. Ja, geben wir mal den Göttern. Also, ja. Ich glaube, das dürfte in Ordnung sein. Ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, dass hier das beides so offen den Römern gegenüber ist. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass er wegfährt und nicht hier ein bisschen vielleicht ein bisschen zeigt, wer hier der Boss ist. So ungefähr. So. Was haben wir denn hier? Geschwindigkeit der Armee ist natürlich auch immer ganz gut. Vor allem für die Kavallerie. Ui. Korruption habe ich. Und, okay. Hier habe ich noch gar nichts. Dann mache ich mal bis hier, dann kann ich die Dreierstadt machen. Das ist dann schon ganz gut. Ich erwarte eure Befehle. Dann erwarte ich sie mal weiter. Ah, das können wir automatisch machen. Athen zerstört, hui. Das ist ja mal was Interessantes. Und kein Geld, okay. Alles klärchen. Athen ist weg. Wo ist Athen hin? Genau, wir könnten... Rhodos meine ich. Rhodos und... Aber... Rhodos ist übernommen von... Sardes. Echt jetzt? Krass. Wie viele Spione darf ich denn momentan machen? 2. Okay, und eine ist gerade hier drüben unterwegs. Die braucht ja echt ewig bis nach Italien. Die nächste werde ich dann hier in Kleinasien schicken. Oder nach Kleinasien schicken. Der Römer sollte echt mal bei sich zu Hause aufpassen. Wenn ich eine Fullstack-Armee irgendwo hin... Der Segen Hermes wäre euch sicher, wenn ihr den Handel zwischen... Ja.
Singen des Hermes. Ah! So. Nikomedia. Die sind mit mir im Krieg. Habe ich ganz vergessen. Opfergaben wohlriechender Weihrauchs wurde in jedem Tempel verbrannt, um sicherzustellen, dass jeder Gott das ihm gebührende erhielt. Die Götter schienen besänftigt und segnete das Volk mit gutem Wetter und einer reichen Ernte. Ja, nice. Ja, nice, gell? Das ist ja wunderbar. So, hier wird ziemlich... ziemlich aufgerüstet, aber ich rüste auch auf, haha. Da, 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 da. Ah, genau, warte, ja, hier... Achso, das war das Falsche. Hier mein Spion. Agentensturz. Ja, dann mache ich mal Agentensturz. Und die scoutet dann mal hier drüben. So. Dieser Dude. Den hab ich auch ein Handelsabkommen. Ach, das ist doch doof. Wer will sich mit mir zoffen? So, also gerade nur Nikomedia, beziehungsweise die Bütianen. Ah, und Pergamon. Ah, das ist ja schön. Gut. Dann tausche ich die mal aus hier. Die kommen nach da. Und die Unbesiegbaren werden dann... Was will der hier? Die Unbesiegbaren werden dann auch hier rüberkommen. Pergamon und Bütien. Aktor. Die 300. So, schnell noch ein bisschen Wasser einschenken. So. Was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen? Na. Würde mich mal interessieren. Gemeinsam wären unsere Armeen unbesiegbar. Ja, vielleicht. Die Welt wird vor unserer gemeinsamen Macht erzittern. Ich einfordern. Moderat. Nicht angst. Ihr seid weise genug, nicht untätig am Ufer zu sitzen, sondern den vorbeischwimmenden Fischen. Okay, für 500. Ja, nicht Angriffspakt ist ja, bis ich da oben bin. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ja da oben sein will. Also. Du Idiot. Der greift mich jetzt ernsthaft an. Okay. Ja, cool. Er greift mit 4000 an und ich verteidige mit 2000. Oder fast 2000. Die Armee der Unsterblichen. Das wäre lustig, wenn er also, wenn das dann die Unbesiegbaren wären. Die Unbesiegbaren gegen die Unsterblichen. So. Hier haben wir jetzt, genau. Stimmt, Sparta ist ja, also das Let's Play von Sparta ist ja immer noch so ein bisschen für die Anfänger. Oder die das Spiel neu entdeckt haben. Genau. Ich bin Verteidiger. Und habe eben eine Befestigung gemacht. Und die ganzen Stellungen und so könnt ihr nochmal im Tutorial anschauen. Das ist im Abspann zur Rechten, glaube ich. Ich glaube, hier ist die Playlist von den Tutorials. So, also, wir haben Krähenfüße. Das ist gegen... gegen Kavallerie, dann Schwefelgruppe, die müssen angezündet werden von Pfeil, Brennpfeilen habe ich aber nicht.
und dann Barrikaden, die ja, die dämpfen ein bisschen den Run von den Feinden. So. Man kann übrigens, also das macht der die KI nie. Man kann hier alles zerstören. Das heißt, man kann das da mit einer Einheit verbrennen, man kann die Türme verbrennen und so weiter. Also man muss nicht hier reingehen. Man kann auch quasi, also das habe ich früher nie gemacht. Also bis vor paar Stunden. Nein, vor ein paar Monaten habe ich das ehrlich gesagt nie gemacht. Manchmal backt es ein bisschen. So, aber man kann wirklich hier angreifen und dann währenddessen hier und da weitere Eingänge machen. So, also, ich versuche ihn dazu zu bringen, ja, was versuche ich eigentlich? Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass hier und da der Aufprall oder der Schwung ein bisschen gedämpft wird. Und hier wird der nicht gedämpft, sondern tut halt weh. Und was ich mache, ist Pikiniere. Links und rechts. Also ich habe 4 Pikiniers-Einheiten. Und es reicht richtig gut. Warte, ich zeig's euch mal. Das heißt, wenn man hier rüber springt, springt man halt in die Phalanx ein. Und das tut nicht sehr gut. Und dasselbe, das gleiche, machen wir hier. Aber ein bisschen weiter. So. Warte, auch ein bisschen. So, gut. Und hier vorne kommen die goldenen hin. Und die da sind da, um links, rechts, geradeaus zu schauen. Die kann ich ja noch umstellen. Und die Kavallerie ist da, um ein bisschen Trouble zu machen. So, also, er kommt von da. Es gibt schlechtere Anlässe für einen Kampf als die Verteidigung dieser Mauern. Soll der Feind den anstrengenden Weg. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und von Süden. Die Krieger wollen Blut. Was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, aber okay. So, von da hinten. Es ist gut, dass er die angreift und nicht die, weil, also Pikiniere, die müssen übrig bleiben. Das ist die beste Verteidigungseinheit hier. Weil, also, an sich, die beste ist rein theoretisch, genau, die machen die jetzt kaputt. Die beste ist rein theoretisch wirklich die Hopliten, weil die moralisch und rüstungsmäßig sehr viel besser einsetzbar ist. Und die können flexibel eingebracht werden, aber bei so tiefen oder nadelöhrmäßigen Eingängen sind halt die Pikiniere einfach unschlagbar. Jetzt muss ich hier ein bisschen weg. So, jetzt muss ich mal schauen, wohin der geht. Feindlicher General ist tot, das ist natürlich auch schon mal positiv. Dann die da will ich. So, hier ist genau dasselbe Spiel.
genau, jetzt werden die halt ein bisschen aufgehalten von den... Die Krähenfüße sehen halt aus wie die Panzersperren. Ein bisschen übertrieben. Normalerweise sind die sehr klein, also... Und die sehen auch nicht so aus. Das sind eigentlich... Aber okay. Muss ja nicht alles wirklich historisch korrekt sein hier. Unser General wird angegriffen! Okay. Gut, also die erste Armee ist schon mal fast weg. Die sind auch fast weg. Jo. Der feindliche General ist tot. Okay. Schön. Okay. Scusi. So. Dann greife ich mal die da ab. Hat natürlich wieder nicht geklappt. Aber egal. Auf jeden Fall verjage ich sie gerade. Bam. Einmal schreien und alle sind wieder glücklich. Wir töten sie alle! Wir hungern nach Blut und Kampf! So. Ja, jetzt kommen die halt total erschöpft hier an. Und ja, ist alles gut. Und sonst so? Ja, genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, also eure Geschenke. Würde mich mal echt interessieren. Bei mir war es dieses Jahr ziemlich langweilig, aber richtig cool. Ich habe eine Maschine zum Arbeiten bekommen. Also eine kleine Rotex. Also Rotex bedeutet, das ist so eine Schleifmaschine. Eine ziemlich gute, also eine bessere Schleifmaschine gibt es nicht. Das ist also ist von Festool. Ich weiß nicht, ob dass irgendjemand von euch irgendwas sagt. Aber es ist halt das Beste vom Besten, so ungefähr. So. Damit kann man auch super gut polieren und ja, und so weiter. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Okay, mach das. Gut, aber ich finde, daran merkt man schon, dass man wirklich alt wird, wenn man dann sich über sowas freut, also so über, keine Ahnung, Arbeitssachen, also Maschinen und so weiter. Oder, keine Ahnung, man freut sich ja auch komischerweise wirklich über Strümpfe oder ja, keine Ahnung, Bücher, wobei ich bin wirklich eine krasse Leseratte, also Bücher und so weiter, da freue ich mich immer drauf. Schaut, die kommen halt ja jetzt schon orange an, also das ist halt GG, das ist halt easy. Die haben insgesamt 2 Einheiten verloren, ne? Also das ist halt schon krass. Das ist halt schon heftig. So. Der Nachteil bei denen, also hier ist ja nichts. Also nichts mehr. Aber bei denen und allgemein bei Fallen ist der Nachteil wirklich, dass es auch Friendly Fire gibt. Also wenn man mit der Kavallerie dann diese Dinger vergisst und dann durchreitet, dann ouch. Elf,
dazu und zur Zeit richtig weh. Ja. Jetzt dürfen die beiden auch mal. Aber waren die von Anfang an schon so dezimiert? Das weiß ich nicht. Oder kommt das... Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Das wendet sich zu unseren Gunsten. Deine Mutter wendet sich zu unseren Gunsten. Warte, ich brauche wirklich keinen... Also das brauche ich gerade wirklich nicht. Gut, easy. Glorreicher Sieg. Verlust 320. Okay, und 20 ungefähr habe ich selbst gekillt. Alter, 750. Oh, das ist, eins meiner Rekorde, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Gut. Dann würde ich sagen, wird erforscht. Danke fürs Zuschauen, es ist schon wieder vorbei. Gutes neues Jahr, also habt einen guten Rutsch. Und macht ihr Vorsätze, also fürs neue Jahr? Nehmt ihr euch was vor? Und wenn ja, was? Und Geschenke. Und schöne Ferien, erholt euch gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.